Es ist ein Paukenschlag zur späten Stunde. Daniela Büchner, 43, verzückte Anfang des Jahres ihre Fans. Denn der Goodbye-Deutschland-Star schien mit Sol einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Immer wieder tauchten auf den Social-Media-Kanälen Indizien auf, dass der Wahlmallorquiner Dannes neuer Partner ist. Doch jetzt ist offenbar alles schon wieder aus, im TV deutete sie jetzt an, dass sich Sol von ihr getrennt hat. Bei Ich bin ein Star, die Stunde danach brachte Moderatorin Angela Fingererben, 41, im Gespräch mit Dani ihr Liebesaus zur Sprache. Wir waren in der Kennenlernphase und so ist das eben. Es ist traurig, wenn die Leute mehr reden als sie sollten, kommentierte die 43-Jährige die jähe Trennung. Ein ausufernder Rosenkrieg ist zwischen den beiden allerdings wohl nicht zu erwarten. Ich bin aber keine Person, die große Schlammschlachten macht, erklärte Dani. Auch Sol selbst hatte sich auf Instagram zu Wort gemeldet, das, was ihr aktuell gerade in den Medien hört über Dani und mich ist leider wahr. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir zu verschieden sind und andere Ansichten haben. Er schätze Dani allerdings als eine wundervolle Person und wünsche ihr alles Gute.